Ja, Leistungsdruck ist natürlich auch etwas, was mich betrifft. Zum Beispiel eben die Videoaufnahmen, habe ich mir auch gedacht, mein, kann ich denn das? Wie verkaufe ich mich dort und so? Oder, ja, spielen Gedanken eine Rolle. Ja, wo mit dem manchmal auch verunsichern lassen und so, weil man möchte ja schon ja, eine Leistung erbringen und sich gut präsentieren. Und in solchen Situationen hilft es mir, wenn ich mich aus der Situation wie rausnehme und mir dort jemanden vorstelle, jemand aus meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, wo ich dort ein bisschen wie ein Vorbild anschaue und mir vorstelle, wie wird sich die Person, also mein Vorbild, in dieser Situation fühlen. Und dann stelle ich mir das so vor und dann merke ich, ja, sie wird eigentlich ganz gelassen dort hingehen und denke, ja, das meistere ich schon und dann gehe ich auf heran und gebe mein Bestes und dann ist das sehr gut genug. Und dann stelle ich mir das so vor und dann denke ich mir, okay, sie hat in dem Fall eine andere Sicht oder eine andere Bewertung von der Situation. Sie hat andere Gedanken, wo sie dieser Situation entgegenbringt. Und dann probiere ich auch ein bisschen in das Denken und in das Fühlen einzugehen, um mir so ein bisschen in die Position einzugehen. Also, es heisst, ich probiere, ja, eine Gelassenheit zu gewinnen, indem ich die Situation wie anders bewerte, indem ich mir denke, mal, ich schaffe das schon, das ist machbar, ich gebe mir das Beste und das Beste ist gut genug. Ja, indem ich mir mit diesen Gedanken gut zurede.